Im Folgenden wird gezeigt, wieso ich nicht gemacht bin, Creepypastas zu machen oder irgendwelche anderen Videos auf YouTube, weil erstens, ich bin krank, aber das ist jetzt nur was Temporäres, aber ich kann da nicht ernst bleiben. Meine Stimme ist zu fröhlich, um sowas zu machen. Da brauche ich eine traurige Stimme. Aber hört es euch lieber mal selbst an. Los. Ich muss mir mal die Nase putzen. Tut mir voll leid, Zukunft sehe ich. Okay. Der Mörder, der zu den 4 Jahren Haft verurteilt wurde, sah aus wie ich. Ich wurde vor wenigen Tagen nach 4 Jahren Haft. Hä? Okay. Ich wusste nicht, was mir mehr Angst macht. Dass meine Frau und meine Tochter tot im Badezimmer lagen oder die Tatsache, dass die Mörder noch im Haus war. Naja. Naja. Er kann dich sehen. Ach du Scheiße. Es ist Samstagabend. Es ist Samstagabend. Ich sitze an meinem Schreibtisch. Ja, und jetzt, Hurensohn, es ist Samstagabend. Ich sitze an meinem Schreibtisch in meinem Zimmer. Meine Eltern sind mal wieder bei einem Geschäftsessen mit irgendwelchen Kunden. Ich weiß, dass es spät wird, bis sie wieder nach Hause kommen. Nun sitze ich da und starre auf mein Mathebuch. Ich soll eigentlich für einen wichtigen Test lernen, aber was hilft mir lernen, wenn ich es sowieso nicht verstehe? Mir ist etwas heiß, deshalb beschließe ich, das Fenster zu öffnen. Ich atme einmal durch und sage dann zu mir selbst, ah, das tut gut, so kann ich viel besser arbeiten. Ich werfe einen kurzen Blick nach draußen in die Dunkelheit. Eine Straßenlaterne beleuchtet den Wandrand nur wenig. Ich sehe einen Schatten an einem Baum vorbei huschen. Es sah aus wie ein Reh oder etwas in der Art. Denke mir nichts dabei und setze mich zurück an meinen Schreibtisch. Ich mache nur noch kurz meinen Laptop an, um meine Mails zu checken. Dann schlüpfe ich in meinen Schlafanzug und lege mich ins Bett. Das Fenster lasse ich offen, damit noch etwas frische Luft reinkommt. Nach kurzer Zeit schlafe ich ein. Gegen 2 Uhr nachts wache ich auf. Eigentlich will ich mich umdrehen, um weiter zu schlafen. Aber mir fällt auf, dass mein Laptop noch an ist. Ich wundere mich und stehe auf, um die Sache genauer anzuschauen. Ich knipse das Licht an. Ein Tab ist geöffnet. Der Bildschirm ist einfach nur weiß. Also beschließe ich, den Tab zu schließen. Plötzlich erscheint der Satz in kleinen Buchstaben auf einem Bildschirm. Ich kann dich sehen. Ich blicke aus dem Fenster, aber ich sehe nichts. Nun erscheint noch ein zweiter Satz. Ich kann dich riechen. Auf einmal noch 2 Sätze. Ich kann dich spüren. Ich bin hier. Ich bin wie erstarrt. Plötzlich stürzt der Laptop ab und das Licht geht aus. Kurz entschlossen sprang ich zur Tür, aber die ist verschlossen. Das Fenster schlägt mit einem lauten Knall zu. Boom. Ich springe auf das Bett und krieche unter die Decke. Verzweifelt sehe ich mich nach einer Waffe um, aber ich finde nichts Gescheites. Ich schließe die Augen, in der Hoffnung, dass alles nur ein Albtraum ist. Dann spüre ich ein leises Atmen neben mir. Dann kann ich hören, wie jemand oder etwas sagte. Ich kann dich sehen. Ich kann dich riechen. Ich kann dich spüren. Ich bin hier. Das sind die Sätze, die auf einem Bildschirm des Computers erschienen. Ich stelle mich schlafend, weil mir nichts anderes einfällt. Ich weiß, dass du wach bist. Ich muss mich zurückhalten, damit ich nicht schreie oder huste. Na. Ich kann spüren, wie dieses Ding seine Hand auf mich zubewegt und mich an meinem Becken berührt. Es hat eine eiskalte Hand und spitze Krallen. Dann flüstert es meinen Namen zu. Mira. Ich bin kein Mädchen. Nennen wir mich einfach neutraler Name. Timo, öffne deine Augen. Ich will sie sehen. Komm schon, du brauchst keine Angst zu haben. Du musst bloß deine Augen öffnen. Ich bin Herkable. Was ist das für ein Name? Ein Quietschen lässt seine Hand zurückfahren. Ich höre Schritte, die aus dem Flur kommen. Die Kreatur springt auf, öffnet das Fenster und verschwindet in der Dunkelheit. Nun klopft es an meiner Tür und meine Mutter kommt ins Zimmer. Timo, ich stelle mich immer noch schlafend. Mit einem Knarren schließt sie die Tür auf. Ich öffne vorsichtig meine Augen und alles, was ich sehe, ist Hörsebo. Er springt auf mich, zerfleischt und zerfetzt mich. Wenn ich härter
Wenn nicht, häutet er mich sogar. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Ende. Wundervoll.